Ja, Mensch, herzlich willkommen bei Let's Play Black Mirror 2. Wieder hier mit Darren Michaels im Schlafzimmer seiner geliebten Mutter, die dummerweise nun im Krankenhaus ist. Kann man nichts machen. Wir müssen jetzt erstmal rauskriegen, ob sie hier irgendwo noch eine Art Adressbuch oder so hat. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, was hier denn so rumliegt. Und zwar haben wir hier ein Tischchen. Schau doch mal nach, Darren, was Mama, dort... Mama, Kriminale und Gruselgeschichten. Rumliegt. Hauptsächlich alte Sachen. Edgar Allan Poe und so ein Zeug. Vielleicht hat das etwas mit ihrer Zeit in England zu tun. Sie hat häufig erzählt, dass sie in einem Schloss gearbeitet hat, das aus einem dieser Bücher entsprungen zu sein schien. Jeder, der den ersten Teil kennt, der wird jetzt schon wissen, was da los ist. So, Kommode, was ist... Ich glaube, die Möbel hat sie noch aus ihrer Zeit in England. Ziemlich altmodisch, aber irgendwie auch stylisch. Taschentücher, ein Brillenetui, eine Kunstzeitschrift, einige Baldrian-Dragés. Nichts, was ich brauchen könnte. Schade. Darren, guck doch mal genauer hin. Ich glaube, die Möbel hat sie noch. Ah, okay, ja. Das passt schon, Darren, das passt schon. Was ist denn hier noch? Ein Sekretär. Der alte Sekretär meiner Mutter. Darin bewahrt sie ihre Briefe und Finanzunterlagen und solche Sachen auf. Darin will ich lieber nicht herumschnüffeln. Der alte Sekretär, mein... Die Lampe ist schön, funktioniert aber leider nicht. Du musst aber da reingucken, weil sonst weißt du ja nicht... Was ist denn mit der Topfpflanze? Eine Pflanze auf der Fensterbank. Keine Ahnung, was das für eine Gattung ist. Das ist bestimmt Grünus, Isus. Huch, kann ich benutzen, okay. Aha. Unter dem Blumentopf scheint etwas zu liegen. Oh, ein kleiner Schlüssel. Kann man den mit dem... Das ist ein kleiner Messingschlüssel. Kann man den beispielsweise damit verwenden? Nein. Der alte Sekretär, mein... Der alte Sekretär... Hm. Gut. Jetzt haben wir einen Schlüssel, aber wissen nicht, wofür wir ihn benutzen können. Beziehungsweise müssen. Können wir denn jetzt schon gehen? Ohne Mams Krankengeschichte kann ich nicht im Krankenhaus auftauchen. Dementsprechend müssen wir mal schauen, was hier noch so rumliegt. Sieht aus, als hätte Mom einen Tee getrunken und gelesen, bevor sie gestürzt ist. Die Tasse ist noch halb voll. Wieso ist sie aufgestanden und dort rübergegangen? Vielleicht hat das Telefon geklingelt? Hat sie vielleicht eine schlechte Nachricht bekommen und ist ohnmächtig geworden? Das sehe ihr gar nicht ähnlich. Merkwürdig. Darren, da hast du dir ja was aufgeschwatzt. In diesen Schränken bewahrt meine Mutter ihre Töpfe und Pfannen und so ein Zeug auf. Ja. Einige Töpfe, eine flache Schale, Teller, ein Tablett. Die Schale nehme ich mit. Ach so, ja. Nimm eine Schale mit, das ist immer gut. Die Versicherungskarte meiner Mutter. Das Krankenhaus will sie haben, weil es wohl nicht ausreicht, einfach krank zu sein. Ah, Versicherungskarte. Vielleicht kriegen wir dadurch Informationen. Komm mal. Ich hab die Nummer von Mom, wenn ich den Namen lese. Weg. Was kann man denn hier machen? Kopfhörer. Mom ist Musikfan. Das haben wir gemeinsam. Allerdings gehen unsere Geschmäcker etwas auseinander. Klassik verträgt sich nicht so gut mit Nirvana oder Pearl Jam. Ja. Mom ist Musikfan. Früher gab es häufig Streit darüber, wie lange ich Fernsehen schauen durfte. Als Kind konnte ich stundenlang vor dem Teil sitzen. Heute bringen mich keine 10 Pferde mehr dazu. Ich kann froh sein, dass das Ding meine Birne nicht völlig aufgeweicht hat. Wie bei Fuller, ne? Oder was? Spüle, die bringt uns ja auch nicht weiter. Was ist mit der Vitrine? In der Vitrine stehen Fotos von Mom und mir. Von meinem Vater sehe ich hier keine Bilder. Mom hat kaum welche von ihm. Ich vermute, die Erinnerung an seinen Tod ist zu schmerzhaft für sie. Als Kind wollte ich immer wissen, wer mein Vater war.
Mom hat mir von ihm erzählt und schließlich irgendwann auch ein paar Fotos von ihm gezeigt. Das war das einzige Mal, dass ich ihn auf Fotos gesehen habe. Traurig. Teleskop, was... Mit dem Fernrohr beobachtet Mom Wale. Das hier ist Walgebiet. Die Wale schwimmt zweimal im Jahr hier vorbei, auf ihrem Weg von Mexiko nach Kanada. Ist ja nicht wahr. Ein schönes Stück. Ziemlich klassisch und für Moms Geschmack sieht es auch ziemlich teuer aus. Man kann das Fernrohr auf dem Stativ drehen. Obendrauf ist ein Kompass befestigt, der die Blickrichtung anzeigt. Okay. Ein schönes Stück? Ja, das, da oben ist der Kompass, genau. Den werden wir, glaube ich, später mal brauchen. Was ist denn im Badezimmer noch? Hier ist nichts. Und im Schlafzimmer? Ah, das Adressbuch meiner Mutter. Darin sollte ich die Nummer ihres Hausarztes finden. Oh. Das Teil ist auch abgeschlossen, das sieht man. Mal sehen. Es lässt sich nicht öffnen. Ein Lederriemen führt von der Rückseite zur Vorderseite und dort in ein Schloss. Ich brauche einen Schlüssel. Aber hat ein Glück, dass ich einen habe, ne? Damit ist das Adressbuch offen. Auf zum Telefon. Jetzt mit dem Adressbuch anrufen. Mal sehen, wie hieß dieser Arzt noch? So, jetzt bin ich mal gespannt. Dr. Wakefield. Wakefield. Und hier steht auch seine Nummer. Ich hoffe mal, er hat noch die alten Krankendaten meiner Mutter. Ja, hoffe ich auch. Dann ruf mal an, Darren. Auf, Marsch, Marsch. Hoffentlich stimmt die Nummer noch. Dr. Wakefield. 555. Praxis Dr. Wakefield? Mein Name ist Darren Michaels. Ich muss den Doktor sprechen. Es ist ein Notfall. Einen kleinen Augenblick. Dr. Wakefield am Telefon. Ja, moin. Hallo Dr. Wakefield. Hier ist Darren Michaels. Darren, ist was mit deiner Mutter? Mandy meinte... Ja, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie ist gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Sie ist nicht ansprechbar. Mein Gott. Das Krankenhaus braucht ihre Krankengeschichte. Haben Sie die noch? Ja, die müssten wir noch haben. Können Sie die Unterlagen ins Krankenhaus faxen? Ja, natürlich. Hoffentlich ist Ihrem Rücken nichts passiert. Ist sie nicht durch das Stützkorsett geschützt? Nicht unbedingt. Das Korsett unterstützt Ihre Wirbelsäule, wenn sie aufrecht steht oder sitzt. Aber Ihr Rücken ist seit dem Unfall so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Sturz Auswirkungen haben kann. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich gehe gleich ins Krankenhaus und lass mich dort informieren. Tue das. Ich lasse die Unterlagen nach Bülle vorschicken. Ich hoffe, deiner Mutter geht es bald wieder gut. Ich auch. Grüße sie von mir, sobald sie aufwacht. Das werde ich. Bis bald, Doc. Puh, das wäre erledigt. Dr. Wakefield hat sich immer gut um Mom gekümmert. Mit ihrem Rücken konnte sie nicht stehen, nicht liegen, nicht sitzen. Alles bereitete ihr Schmerzen. Dazu noch die Brandwunden und nun das. Also los, Darren, auf ins Krankenhaus. Ich zieh mir eben noch was anderes an und dann ab ins Krankenhaus. Ich hoffe, es geht ihr gut. Das hoffen wir doch alle, Darren. Das hoffen wir doch alle. Da ist das Hospital. So, rein mit uns. So, meine Mutter. Meine Mutter liegt hier. Hallo, ich möchte zu meiner Mom. Rebecca Michaels. Einen Moment. Ihre Mutter wird gerade noch untersucht. Haben Sie die Medikamente dabei? Ja, hier. Und den Versicherungskram habe ich auch. Wann kann ich... Ah, danke. Ich informiere Dr. Newhouse. Nehmen Sie doch bitte einen Augenblick Platz. Ich sage Ihnen dann Bescheid, wenn Sie zu Ihrer Mutter können. Okay. Setzen wir uns. Minuten später. Weitere Minuten später.
Das typische Verhalten, wenn man wartet. Man geht auf und ab. Ja, Darren, du tust mir wirklich leid. Entschuldigung, Mr. Michaels? Endlich. Ja? Es gibt hier ein Problem mit dem Versicherungsschein Ihrer Mutter. Anscheinend wurde die letzte Rate nicht bezahlt. Davon weiß ich nichts. Und es ist mir auch egal. Natürlich ist das unangenehm. Aber die Versicherung... Es interessiert mich ein Scheißdreck, was mit der Versicherung ist. Was ist mit meiner Mom? Wie lange dauert das noch? Sie können sicher bald zu ihr. Aber wenn das mit der Versicherung nicht geklärt wird, dann haben wir ein Problem. Sie müssen... In Ordnung, Doktor. Sie können jetzt zu Ihrer Mutter. Das Zimmer hinten rechts. Mr. Michaels? Ja? Ich kann nichts dafür, wenn Ihre Mutter nicht bezahlt hat oder die Bank nicht überwiesen hat oder wenn die Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen will. Hier, nehmen Sie den Schein mit und klären Sie das. Am Ende ist Ihre Mutter wieder auf den Beinen, aber hat kein Dach mehr über dem Kopf. Sehr witzig. Gib mir den Zettel, du Dumme. Oder die Karte. Danke. Ja, vielen Dank. Gut. Und? Wie geht es ihr? Ich befürchte nicht gut. Die Kopfverletzungen sind sehr schwer. Sie muss mit voller Wucht auf den Tisch gestürzt sein. Wird sie... Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Aber deine Mutter liegt im Koma, Darren. Es tut mir leid, aber es ist eher ungewöhnlich, dass jemand aus einem tiefen Koma erwacht. Vielleicht, wenn sie früher entdeckt worden wäre, dann wäre weniger Blut in ihrem Schädel. Sie meinen, wenn ich gleich nach unserem Gespräch zu ihr gegangen wäre, dann läge sie jetzt nicht im Koma? Aber mein Junge, das konntest du doch nicht ahnen. Ja, ja. Woher hätte ich wissen sollen? Fuller! Wie bitte? Fuller! Sie hat im Fotoladen angerufen. Sie wollte mich sprechen und Fuller hat einfach aufgelegt. Aber nein, das ist doch wohl... Sie war bei Bewusstsein und wollte Hilfe rufen. Doch Fuller... Darren, komm zu dir. Es war ein Unfall. Niemand trägt daran Schuld und doch, du solltest Fuller. Jetzt einfach... Einfach hier am Bett hocken und hoffen, dass alles wieder gut wird? Das glaube ich kaum. Darren, du solltest dich... Danke für Ihre Hilfe. Wir kümmern uns 24 Stunden am Tag um deine Mutter, Darren. Du kannst gerne hierbleiben. Ich schau später nochmal rein. Fuller wird büßen. Ich werde nicht hierbleiben. Ich habe noch Dinge zu erledigen. Dafür wird das fette Schwein büßen. Ja. Das fette Schwein wird ausbluten. Mein Stethoskop, was liegt denn das da rum? Da liegt ein Stethoskop. Vermutlich hat es jemand vom Klinikpersonal liegen lassen, als er es beim Händewaschen abgenommen hat. Doc Newhouse hat seins jedenfalls noch. Oh, nehmen wir doch mal mit. Eigentlich die total falsche... Ich nehme es mit. Die werden hier schon Ersatz auftreiben können. Die total falsche Aktionsreihenfolge, anstelle erst die Mutter anzugucken. Mom, komm. Es scheint ihr... Sie sieht so schwach aus. Meine Mom war immer eine Kämpfernatur. Und alles nur, weil sie gestolpert ist. Vermutlich wieder in Hektik, um irgendwelchen Leuten einen Gefallen zu tun. Und da, dieser Scheißschrank, ich könnte... Und Fuller, wenn er... Dafür lass ich ihn bluten. Der Spiegel... Oh, hab ich mich gerade erschrocken, Scheiße. Durch den Spiegel. Mom, Alter, Mom, bist du wach? Hab ich mir das nur eingebildet? Kann nicht sein, mein Handgelenk tut immer noch weh. Sie muss für irgendetwas furchtbare Angst gehabt haben. Aber was hat sie gemeint? Der Spiegel. Wie heißt das Spiel? Black Mirror. Geh nicht durch den schwarzen Spiegel. Sie sieht und alles nur, weil sie... Und Fuller. Ja, das hatten wir schon. Was ist da? Überwachungsbildschirm. Der Monitor zeigt die Vitalwerte meiner Mutter an. Puls, Atmung und so weiter. Keine Ahnung, ob die Werte gut sind.
Der Monitor zeigt... Ja. Nachttisch, was ist denn da drin? Typischer Krankenhausschick. Hier liegt ein Medizinfläschchen. Vielleicht vom Patienten, der vor meiner Mutter hier gelegen hat. Laxativa. Ein starkes Abführmittel. Das klingt nützlich. Ich kann mir Fuller irgendwie bearbeiten, oder? Eine Waage. Eine Waage. Vielleicht für übergewichtige Patienten. Sie sieht auf jeden Fall massiver aus als die Waagen, die man aus dem heimischen Badezimmer kennt. Durchaus, das ist eine große... Ich lasse die Waage lieber hier. Was soll ich mit einer Waage? Oh, Darren! Ich liebe dich! Hallo! Nimmst die Schale mit und Abführmittel und ein Stethoskop. Aber lässt dann letztendlich eine... eine Waage dann da rumliegen. Finde ich gut. Ein Koffer. Der gehört nicht meiner Mom. Vielleicht stammt er von dem Patienten, der vor ihr hier lag. Ob ich meiner Mom aus... Entschuldigung. Da habe ich weggeklickt aus Versehen. Zum Wartebereich. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn Sie wollen, sprechen Sie mit dem Sohn. Er ist gerade... Da ist er ja. Hey! Hey, Sie! Bleiben Sie stehen! Gemach. Was zum Teufel? Eine Krankenschwester. Oder vielleicht auch eine Bürokraft? Könnte heutzutage dasselbe sein. Mit dem Heilen von Menschen beschäftigen sich die Leute hier zumindest nur nebenher, wie es aussieht. Hi! Hallo, Mr. Michael. Ach du meine Güte. Was kann ich für Sie tun? Was ist mit dem Fremden da? Was wollte dieser Kerl? Nun, er hat sich nach Ihrer Mutter erkundigt. Was wollte er wissen? Er wollte wissen, ob... Sie durchkommt? Nun, ja. Ich habe ihm gesagt, dass wir keine Patienteninformationen herausgeben dürfen. Er sollte mit Ihnen sprechen. Ich kenne den Typen nicht. Er ist mir aber schon zweimal über den Weg gelaufen. Wissen Sie, wer das ist? Tut mir leid, nein. Aber er hatte einen Akzent. Ich glaube, britisch. Aber auch noch etwas anderes. Ich möchte, dass dieser Kerl nicht in die Nähe meiner Mutter kommt. Verstanden? Natürlich. Was meinen Sie? Wird meine Mom wieder in Ordnung kommen? Oh, das... Das kann man nicht wissen. Aber es sind schon Leute nach deutlich schlimmeren Unfällen aus dem Koma erwacht. Und Leute nach deutlich harmloseren Unfällen gestorben. Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Beten Sie für Ihre Mutter. Statistisch gesehen hat das keinerlei Auswirkungen. Die Zeit spare ich mir. Und da bringst du lieber Fuller um, oder? Dieser Dr. Newhouse. Wie ist der so? Oh, er ist sehr charmant. Ein wirklich netter. Er kommt nicht von hier. Ist erst vor etwa 2 Jahren hergezogen. Aber er ist hier richtig aufgeblüht und... Ob er ein kompetenter Arzt ist, wollte ich wissen. Oh ja, natürlich. Er hat früher ein großes Krankenhaus in Atlanta geleitet. Eigentlich ist er überqualifiziert, um in einem kleinen Ort wie Biddeford zu arbeiten. Aber ich glaube, er genießt das Kleinstadtleben. Ihre Mutter ist in guten Händen. Das finde ich ja sehr schön. Carrie. Sind Sie eigentlich von hier? Könnte man so sagen. Ich bin hier aufgewachsen. Dann wissen Sie sicher viel Spannendes über den Ort zu erzählen. Naja, so viel passiert hier eigentlich nicht. Vor 2 Jahren hat sich eine junge Frau umgebracht. Sie stürzte sich ins Meer. Und es sind extra Taucher für die Suche angefordert worden. Sie konnten sie aber leider nicht mehr retten. Die Leiche haben sie nie gefunden. Aber ansonsten ist hier eigentlich nie etwas los. Sie meinen Carrie? Haben Sie sie gekannt? Ja, wir haben damals zusammen Aerobic gemacht. Irgendeine Ahnung, warum sie sich umgebracht hat? Das wüssten wir wohl alle gern. Sie war eigentlich immer lustig. Wir haben viel zusammen gelacht. Aber dann hat sie sich verändert. Sie ist dann auch nicht mehr mit zum Sport gekommen. Da ist der Kontakt abgerissen. Ich wusste ja gar nicht, dass es ihr so schlecht geht. Danke für die Info. Das mit dem Versicherungskram muss ich sowieso noch... Auf Wiedersehen, Mr. Michaels. Muss ich jetzt sowieso noch klären. Also auf geht's. Karteikasten auf zur Ausgangstür.
Was ist das denn für einer? Gar keiner. Wir können ja mal zu Fuller gehen. Das gibt es doch nicht. Der Kerl aus dem Krankenhaus ist bei Fuller. Und die beiden reden miteinander. Wer ist der Kerl? Und was hat er mit Fuller zu schaffen? Ich sollte die beiden belauschen. Fuller kann ich mir danach immer noch vorknüpfen. Tja, und ich weiß auch schon wie. Aber das werden wir uns für den nächsten Part aufsparen, meine Freunde von Black Mirror 2. Also, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit allen anderen Videos, die noch kommen. Bis dahin, viel Spaß und ciao.